Ja, News und Talks für Gebildete. Ja, die letzten beiden Sendungen waren Talks am Telefon. Leider hatten wir ein Mischpult-Dazwischenschaltung vergessen, deswegen ist da das Rauschen ein bisschen höher, aber in Zukunft wird das Rauschen wieder deutlich geringer sein, weil wir jetzt die kompletten Schaltungen intern gemacht haben. Ja, also unbedingt die letzten beiden Sendungen, Talks am Telefon schauen. Da wird auch ausführlich alles erklärt. Dann hier die Studie von Professor Hendrik Streeck, die sogenannte, ja, ist es Heinsberg oder Gangl-Studie, egal. Aber auf jeden Fall hat er ja errechnet, dass wahrscheinlich schon 1,8 Millionen Deutsche dem Virus begegnet seien. Das würde dafür sprechen, dass eben der Virus in Wirklichkeit nur eine Sterblichkeit so von 0,3 bis 0,4% hätte. Das wäre dann ungefähr 1%, also ein Hundertstel der Peststerblichkeit. Also ein Pesterreger ist also mindestens 100 Mal stärker als das Corona-Erreger sozusagen. Und in Schweden hatten wir ja errechnet, dass in Schweden sich gezeigt hat, dass Corona nur ein Tausendstel der Stärke von dem Pesterreger hätte. Also das heißt, irgendwo liegt wahrscheinlich die Stärke des Pesterregers zwischen einem die Stärke des Corona-Erregers zwischen einem Hundertstel des Pesterregers und einem Tausendstel des Pesterregers ungefähr, ist also eine relativ harmlose Geschichte. Und die Zahlen von Professor Streeck sagen ja letztendlich ganz klar, die Stärke und Gefährlichkeit des Corona-Erregers entspricht einem Influenza-Erreger, also einer normalen Grippesaison. Das Einzige, was vielleicht ist, dass dieser Erreger ein bisschen schneller sich ausbreitet als ein Influenza-Virus, aber das ist der einzige Unterschied. So, dann haben wir bei dem Sender Peter Weber, wurde ein Bürger, hat sich vorgestellt. Ich zeige aber erstmal hier so unsere schönen Masken. Man kann die waschen und dann trocknen lassen. Habe ich mit meinen auch schon mal gemacht. Und mein Tipp, die Masken nur dort tragen, wo sie vorgeschrieben sind, damit sie nicht selbst wieder gesundheitlich schädlich werden. Ne? Ja, also das heißt, Peter Weber, der Sender, dieser Bürger, der hat also richtig betont, Germany first müsste es heißen. Also entweder wir kriegen demnächst endlich die United States of Northern Europe mit der Kernsprache Englisch und sagen dann USNE first. Oder wir müssen halt weiterhin sagen Germany first, ne? Und das ist der richtige Standpunkt. Und ich Bürger, also wenn Fridays for Future oder Greta Thunberg immer fordern, dritte Welt first, liebe die Fernsten, ja, liebe nicht Nächstenliebe, sondern Fernstenliebe. Ja, die Bürger denken ganz anders, liebe Fridays for Future, liebe Luisa Neubauer, lieber Greta Thunberg. Die jetzt ja auch gerade wieder sehen mussten, dass und ganz empört sind, dass natürlich wieder daran gedacht wird, weiterhin mit den fossilen Verbrennern, mit den Autos fossil weiterzumachen und mit den Flugzeugen fossil weiterzumachen. Also alles sieht nämlich so aus, als ob niemand auf Greta und Luisa und Fridays for Future hört. Deswegen nochmal der Hinweis, ohne eine Zusammenarbeit mit den Next Scientists for Future gibt es keine Chance, wird es auch keinen Kohlestopp 2026 geben, dann habt ihr es einfach vermasselt sozusagen. Liebe Fridays for Future, liebe Luisa Neubauer,
wenn ihr nicht kooperieren könnt, dann vermasselt ihr es halt. Wenn ihr denkt, ihr braucht nur ein bisschen sagen, ja, ich will so, dann die Leute können es deswegen trotzdem nicht. Ihr braucht die Zusammenarbeit mit den Next Scientists for Future.de, der einzigen Instanz in der Welt, die es kann. Ne? So, dann treibt das bedingungslose Grundeinkommen die Genies außer Landes? Ja, das kann schon gut sein. Also das hat ja Professor Hans-Werner Sinn sich gefragt und auch die Frage gestellt. Ja, es könnte sein, dass das natürlich die Genies eines Landes außer Landes treibt, weil irgendwo wohl doch die Steuerlast erhöht werden muss, um ein großes bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren. Also bei den Next Scientists for Future.de gibt es ja beide Diskussionsvorschläge, aber nur Diskussionsvorschläge, nicht, da gibt es keine Meinung dazu, sondern nur großes bedingungsloses Grundeinkommen oder kleinstmöglichstes bedingungsloses Grundeinkommen. Das kleinstmöglichste wäre es vielleicht sogar finanzierbar, weil ja dann die Riesenkosten eines Arbeitsamtes und so weiter und einer ganzen Bürokratie wegfallen würden. Also das wäre vielleicht ja tragbar. Aber auch diese Leute, die vom bedingungslosen Grundeinkommen können, auch nicht kooperieren. Also wird man ihnen da auch nicht entgegenkommen. Diese Leute verhalten sich alle wie Sektiere, die mit anderen weder reden noch kooperieren können, sondern immer nur ihr sektierisches Ding tun. Und daran wird Fridays for Future genauso scheitern wie all die Initiativen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Obwohl mit den Next Scientists for Future.de sie ja reden könnten darüber. Wenigstens mal reden, ernsthaft. So, in Italien haben wir wahrscheinlich sehr viel Panik-Folgetote. Also die behaupten ja, sie hätten angeblich 50% mehr Tote als in den Vergleichszeiträumen um der Vorjahre. Das wäre ja dann wirklich eine immerhin relevante oder nennenswerte Übersterblichkeit. Aber da Italien sozusagen das schlechteste und chaotischste Land wahrscheinlich in der ganzen Geschichte ist, dürfen wir uns nicht an solch einem Ausreißer orientieren. Wir müssen uns daran orientieren, dass in Schweden sich ganz klar gezeigt hat, da kommen wir ja gleich dazu, dass überhaupt alle Shutdowns und Lockdowns einfach nur eine Fehlentscheidung waren, die nur durch eins verständlich ist, dass sich die marktwirtschaftlichen und kapitalistischen Durchschnittsmediziner einfach immer grundsätzlich in dem Sinne irren, dass sie immer aus einer Mücke einen Elefanten machen, das gehört zum Handwerk in der Medizin, immer dem Patienten sagen, ein Erreger ist ja ungeheuer stark und eine Krankheit ist ja ungeheuer gefährlich und sie können nichts anderes machen, als meine Behandlungen und Impfungen dagegen zu kaufen. Diese Strategie ist einfach das Standardkonzept jedes durchschnittlichen Medizinprofessors. Also musste die Regierung und die Journalistenschaft in die Irre geführt werden, automatisch. Denn eine Marktwirtschaft, innerhalb der Marktwirtschaft, darf man keinem vermeintlichen Experten glauben, außer solchen Ausnahmeerscheinungen wie den 120 kritischen Ärzten und den Next Scientists for Future.de, wo ganz viel dafür getan wird, diese absolute Unabhängigkeit von der Marktwirtschaft, von finanziellen Interessen und Interessensgruppen hundertprozentig zu wahren. Ja? Nur deswegen nur die Next Scientists for Future.de können, wären das neue richtige Robert-Koch-Institut und die neue WHO. Ja? Alles andere ist Fusch. Ne? Ja, ZDF zeigt das klassische ZDF zeigt einen Trend nach unten von der Hopkins-Universität.
Das ist also so eine versteckte Kehrtwende. Man kann ja nicht offen sagen, ja, wir lagen alle daneben, sondern jetzt werden die Zahlen ein bisschen anders dargestellt. Es wird auch noch so ein bisschen daran gedreht. In Wirklichkeit sind nämlich die jeweiligen Sterbezahlen des heutigen Tages noch mal deutlich geringer als die Durchschnittswerte der letzten 7 Tage. Aber die ganze Darstellung im ZDF hat sich so nach und nach geändert. Nach und nach wurde eingeräumt, ja, Tote in Verbindung mit Corona. Am Anfang hieß es Tote durch Corona. Dann hieß es nur noch Tote in Verbindung mit dem Corona. Und dann wurden nur immer die Zahlen gezeigt, wie alles immer ansteigt, weil man immer alles aufsummiert hat, anstatt zu gucken, was denn neu passiert ist. Ja? Und jetzt wird plötzlich dargestellt, ja, hoppla, das geht ja alles zurück, wenn man mal drauf hinschaut, was neu passiert und aktuell passiert. Ja, also die alle ahnen wahrscheinlich, dass sie einen riesen Irrtum gemacht haben, dass sie also auf die Durchschnittsmediziner vertraut haben, anstatt auf die nextscientistforfuture.de und die 120 anderen kritischen Ärzte, ja, dass das ein Riesenirrtum und Riesenfehler war. Und man will sich jetzt nur die Peinlichkeit ersparen. Man trickst sich jetzt so raus aus der Sache, na, so dass man da möglichst ohne blutige Nasen rauskommt. Ne? Ja, ein Pole sagt, das war alles eine Fehlentscheidung in einer Sendung. Ja? Dann haben wir noch als weitere Meldungen. Übrigens, die Beweisführungen für heute finden Sie in den letzten beiden Sendungen, in den Talks am Telefon, also in den beiden vorherigen Nummern der jeweiligen Sender, die Sachen veröffentlichen. Ja, die WHO. Ja, da gibt es einen Mitarbeiter, sogar glaube ich einen relativ führenden Mitarbeiter der WHO, der plötzlich Schweden lobt. Also auch da versucht man so schnell sich noch zu retten, so bevor es jedem klar wird, dass der Lockdown umsonst war, lobt man jetzt Schweden. Ja, wir haben es ja gesagt, Schweden ist gut, Schweden hat es richtig gemacht, alle anderen haben es falsch gemacht. Na, so bereitet sich jetzt auch die WHO einen Ausstieg vor. Und Bayern lockert deutlich seine Sachen. Also der merkt jetzt auch, hoppla, bevor ich jetzt meine Wählergunst verliere, muss ich schleunigst aus der Sache wieder raus. Denn es sickert langsam durch, dass wir uns alle geirrt haben, ne? Dass wir alle auf die marktwirtschaftliche Medizin reingefallen sind. Anstatt die Marktwirtschaft zu reformieren, haben wir uns einfach am Nasenring von der marktwirtschaftlichen Medizin und pharmazeutischen Industrie durch die Manege ziehen lassen, wie die Nasenbären sozusagen. Ja, und dann wird nochmal die Streeck'sche Studie von Professor Streeck also erwähnt. Ja, eben, das Corona hätte Grippestärke, wird da also auch nochmal wiederholt. Ja, und dann Professor Homburg wieder bei Punkt Peradovic oder so wieder zu Gast. Ja, also Schweden ist halt das Gegenbeispiel zur verfehlten Politik Deutschlands und des Restes der Welt. Ja, ja, genau. Und deswegen also. Und Professor Homburg sagt auch so ungefähr sowas wie ausgeschlossen, dass der Lockdown Wirkung hatte. Aber da würde ich ihm vielleicht ein bisschen widersprechen. Der Lockdown hat wahrscheinlich extrem geschadet, nicht nur in Bezug auf die Wirtschaft und auf die Arbeitslosigkeit und so weiter, sondern der Lockdown hat wahrscheinlich sogar geschadet. Schluck Wasser. Der Lockdown hat wahrscheinlich sogar geschadet, und zwar ganz erheblich geschadet. Möglicherweise hat er nämlich doch ein bisschen die Durchseuchung und damit die Herdenimmunität verhindert. Und wenn ein Land eine zweite Welle kriegt, dann Deutschland. Weil wenn man mit so krassen Maßnahmen die Herdenimmunität verhindert, dann sind ja noch viele Leute da, die noch nicht resistent sind gegen das Virus. Und dann kann ich es gar nicht mal so absolut ausschließen, dass es nicht doch noch eine zweite Welle geben könnte.
Professor Homburg sagt, nein, die Durchseuchung war schon vorher erreicht, aber dann hätte sich Professor Streeck wieder extrem geirrt, weil der sagt ja, nur 1,8 Millionen Menschen hätten wären dem Virus begegnet. Ich vermute, in Schweden ist es ein viel höherer Prozentsatz. 1,8 Millionen, das wäre ja gerade mal, ja, 1,5% vielleicht von Deutschland, ja. Während in Schweden, ich denke, die dürften schon bestimmt eine 50-prozentige Durchseuchung haben und praktisch schon bei der Herdenimmunität praktisch schon angekommen sein, ne? Und ja, von daher, also da bin ich nicht ganz so sicher. Es kann sein, dass wenn wir nochmal eine zweite Welle bekommen, dann wegen der deutschen Maßnahmen und aus keinem anderen Grund. Ja? Denn es sei denn, die Schweden kriegen jetzt nochmal eine zweite Welle, aber es spricht nichts dafür, dass irgendwie bei den Schweden noch irgendwas los wäre. Ne? Die Schweden dürften durch sein, endgültig durch sein. Es wird da auch kein Mensch mehr von Impfungen reden, weil die sind durch. Ne? Corona ist durch in Schweden. Aber wenn Deutschland, die haben ja alles getan, letztendlich was da bewirken könnte, dass man das Virus verschleppt über einen möglichst langen Zeitraum, bis vielleicht eine Impfung verkauft werden kann. Aber das wird man sehen. Also es kann sein, dass in Deutschland die Sache so verschleppt wurde, dass dann nochmal eine zweite Welle nicht ausgeschlossen ist. Werden wir sehen. Aber ich denke, Schweden ist durch. Schweden hat alles richtig gemacht. Alle Schäden, die in Schweden entstanden sind, sind durch die anderen Länder entstanden, durch die Propaganda und die Panikmache der anderen Länder. Und durch die Hetze der anderen Länder, die Verunsicherung aus den anderen Ländern und durch die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die anderen Länder ihre Wirtschaft stillgelegt haben. Ja, dafür können aber die Schweden nichts, ne? Also der Fehler liegt beim Rest der Welt, nicht bei den Schweden. Also heute, die wissenschaftliche Beweisführung finden Sie ganz ausführlich in den letzten beiden Sendungen auf dem jeweiligen Sender, den Sie gerade schauen. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das geht. Man klickt dann auf, was weiß ich, wenn es der Sender News und Talks ist, klicken Sie auf News und Talks. Dann kommen Sie und klicken Sie dann auf Videos und dann können Sie sich die letzten beiden Nummern anklicken und anschauen. Ja, und dann so, bis bald, bis zur nächsten wissenschaftlichen Tagesschau heute, zu den nächsten News. Tschüssi!